Ja, Leute, der Roloff aus dem wunderschönen Thailand. Was können wir von den Thailändern lernen? Oder besser gesagt, können wir überhaupt etwas von den Thailändern lernen? Dies und vieles mehr erfahrt ihr in diesem Video. Bleibt unbedingt dran. Wenn es darum geht, was wir von den Thailändern noch lernen können, dann steht bei mir ganz oben auf der Liste die Gastfreundschaft. Ich weiß, es gibt auch sehr gastfreundliche Deutsche, Österreicher oder Schweizer, wie ich es bin. Aber vor allem jetzt hier auf dem Lande ist mir aufgefallen, dass die Leute extrem gastfreundlich sind. Also wird quasi noch das letzte Hemd gegeben, um gastfreundlich zu sein. Da kommt mir an dieser Stelle eine alte Geschichte in den Sinn. Ich war vor ein paar Jahren mal mit dem Schwager angeln gegangen, zuerst am Fluss. Und weil wir da nicht so allzu viele Fische rausgeholt hatten, hat er mir gesagt, er würde noch einen alten Mann kennen, der hat einen großen Fischteich. Sind wir dann dorthin gefahren und als wir ankamen, war es mir gar nicht recht, dass wir jetzt dort angeln gehen. Der Mann hat in einer alten Hütte gelebt mit einem Blechdach und hat gesehen, dass er nicht sehr viel besitzt. Und trotzdem hat er uns gesagt, wir können bei ihm angeln. Aber es geht noch weiter. Er hat uns nicht nur erlaubt, bei ihm zu angeln, sondern er ist gleich in seine bescheidene Außenküche gegangen und hat dann noch drei Eier gekocht. Er hat uns gesagt, viel mehr hätte er nicht als diese drei Eier, aber die möchte er gerne mit uns teilen. Wenn man da sowas erlebt, dann weiß man, was Gastfreundschaft heißt. Uns war das Ganze natürlich nicht recht. Wir haben die geangelten Fische ihm logischerweise gegeben und haben auch noch was zu trinken gekauft und noch was zu essen für ihn. Aber da sieht man, wie die Thai-Leute denken oder sehr viele Thai-Leute denken. Die würden einem das letzte Hemd geben und sagen, lieber teile ich das, was ich noch habe, mit den Leuten, als jetzt einfach zu egoistisch zu sein und alles für mich zu behalten. Wenn es etwas gibt, wo wir definitiv von den Thailändern noch lernen können, ist einfach ein bisschen mehr Gelassenheit. Ein bisschen stressfreier durchs Leben zu gehen. Ich habe sie wieder gesehen, als ich im Sommer in der Schweiz war, wie die Leute da am Rumstressen sind. Jeder rennt auf den Zug, als wäre es der letzte Zug, welcher irgendwo hinfährt. Ich muss auch jedes Mal schmunzeln, wenn ich da am internationalen Airport in Bangkok bin, kurz vor dem Abflug, wie die Leute da, welche im Gate draußen sind, noch völlig entspannt sind. Teilweise tragen sie auch noch ihre Strandsachen. Oder man könnte meinen, sie kommen gerade vom Meer, völlig relaxed sind. Kaum ins Flugzeug eingestiegen, sieht das Ganze ein bisschen anders aus und ganz extrem jetzt dann bei der Landung. Also bei der Landung gleich Handy einschalten, schauen, oh, wann fährt der nächste Zug, oh, den können wir noch schaffen. Hoffentlich dauert es an der Passkontrolle nicht zu lange. Teilweise wird dann schon aufgestanden im Flugzeug, bevor man überhaupt aufstehen sollte. Gleich schon mal das Handgepäck rausgezerrt und sich in die Reihe stellen, Stress machen, wir müssen raussteigen, unser Zug fährt. Obwohl jetzt in der Schweiz fährt die meisten Züge alle halbe Stunde oder teilweise im Stundentakt. Also es gibt eigentlich keinen Grund zu stressen. Aber das fällt mir jedes Mal auf und ich muss jedes Mal schmunzeln und denke mir dabei, was haben jetzt die Leute in ihrem zweiwöchigen, dreiwöchigen Urlaub in Thailand gelernt? Nichts. Kaum angekommen, geht der Stress wieder von vorne los. Ja, auch beim Umgang untereinander können wir definitiv noch was von den Thailändern lernen. Sie gehen da viel respektvoller miteinander um, vor allem gegenüber älteren Leuten. Ist noch Hochachtung dabei und viel Respekt. Ich sehe es ja selbst bei mir. Als 55-Jähriger zählt man hier ja schon fast um alten Eisen. Ein Spaß beiseite. Ich erlebe es hier fast täglich, wenn ich irgendwo hingehe, Supermarkt, wo mir an der Kasse der Vortritt gewährt wird oder irgendwo auf der Bank, komm, gehen Sie nur vor mir. Sowas erlebt man in vielen anderen Ländern eher weniger. Da wird der Ellbogen ausgefahren, zuerst ich und dann lange niemand und dann kommst du irgendwann mal. Und das hier in Thailand ist es ja einfach ganz anders. Wir sind wirklich respektvoll miteinander umgegangen und das finde ich so schön hier. Ja, so ein Punkt, wie man mit den Menschen umgehen sollte, gehört sicher auch dazu, dass man nicht für alles, was man jetzt gibt, gleich erwarten sollte, dass man wieder was zurückbekommt. Wir haben es halt selbst jetzt bei uns gesehen, diese thailändische Familie aufgenommen haben. Die wohnen jetzt mittlerweile schon 3 Wochen im großen Gästehaus. Für uns war von Anfang an klar, dass sie während dieser Zeit nichts zahlen müssen, also weder für die Miete, noch für Strom, noch für Wasser. Sie haben ja selbst genügend Probleme, ihr Haus steht immer noch im Wasser, viele ihrer Möbel können sie wegschmeißen, deswegen war für uns klar, dass sie hier kostenlos wohnen können. Einige von euch denken jetzt wahrscheinlich an dieser Stelle, das hätten wir anders gemacht. Schwierige Zeiten, da muss man auch für sich schauen und schauen, dass da Geld reinkommt. So ähnliche Kommentare muss ich jetzt zum Beispiel schon zweimal lesen. Als ich kann sagen, im Bekanntenkreis Leute informiert hatte, dass wir jetzt eine Familie bei uns aufgenommen haben, dann war fast die erste Frage, welche mir gestellt wurde, aber ihr verlangt denn schon von den Leuten was? Ihr müsst ja auch für euch schauen, sonst kommt ihr zu nichts. Und ebenso denken wir nicht. Ich denke, an dieser Stelle sind wir wahrscheinlich, oder ich, schon fast ganz Thailänder geworden, wahrscheinlich schon 80% Thailänder geworden.
denn ich denke da ganz anders. Auch bei der Lebenseinstellung können wir noch sehr viel von den Thailändern lernen, auch wenn man es nicht alles eins zu eins übernehmen kann, ist klar. Das gutes Beispiel wieder der Cousin von meiner Frau, der hat eine kleine Garküche, der geht dann morgens um 5 Uhr zum Frühmarkt, kauft dort Fleisch und Gemüse ein. Seine Frau verarbeitet das dann zu leckeren Gerichten. Ja, und wenn die dann mittags alles verkauft haben, schließt er seinen Laden oder seine Garküche. Da habe ich ihm vor vielen, vielen Jahren auch mal gesagt, du, warum machst du das? Jetzt fahr doch nochmal zum Markt, kauf nochmal was ein, dann gibt es heute ein Bombengeschäft, dann hast du vielleicht 100% mehr eingenommen als in den letzten Tagen. Da hat er mir als Antwort gegeben, warum soll ich das machen? Ich habe jetzt am Mittag bereits das in der Kasse, was ich normalerweise in einem Tag haben muss. Also kann ich jetzt den Laden schließen, ein bisschen zurücklehnen, mich um die Familie kümmern, ein bisschen in die Hängematte liegen. Und so sollte es eigentlich sein. Ja, ich weiß, das kann man jetzt natürlich nicht machen, wenn man jetzt in Europa lebt und wenn man da voll im Berufsalltag ist. Dann könnt ihr dem Chef nicht sagen am Mittag, ich habe bereits das gemacht, wo ich den ganzen Tag machen sollte, also höre ich jetzt auf. Aber einfach ein bisschen mehr von dieser Lebenseinstellung auch nach Europa rübernehmen, das wäre doch was Tolles. Beim nächsten Punkt geht es weniger darum, was wir von den Thailändern lernen können. Ist auch ein bisschen ein lustiger Punkt, denn es heißt, wer zahlt denn heute? Ja, für viele von euch ist ja klar, da zahlt der Falang oder meistens zahlt der Falang. Aber wenn die Thais jetzt miteinander unterwegs sind und irgendwo in ein Restaurant gehen, dann ist es auch so üblich, dass einfach einer zahlt. Ganz anders schaut es ja zum Beispiel jetzt in der Schweiz aus, oder so habe ich zumindest in Erinnerung, wenn irgendwo hingeht, was konsumiert miteinander, und danach das Servicepersonal an den Tisch kommt und fragt, wie möchten Sie gerne bezahlen, da heißt es ja zu 99%, ja, wir zahlen getrennt, jeder zahlt für sich. Hier in Thailand ist es viel unkomplizierter, da wird vielleicht auch weniger darauf geachtet, jetzt heute habe ich bezahlt, also beim nächsten Mal musst du dann zahlen, da schaut man auch vielleicht noch ein bisschen darauf, hat es mein Gegenüber vielleicht weniger Geld als ich, dann ist für mich klar, dass ich auch beim nächsten Mal zahlen werde. Ein weiterer Punkt, wo wir von Thailändern noch was lernen können, ist, dass man zu oft zu stark in der Vergangenheit lebt, lebt auch viel mehr in der Gegenwart, im Heute und Jetzt, das bringt viel mehr. Damit meine ich auch, dass man viel zu oft an früher denkt und denkt, warum haben wir jetzt das früher so gemacht, warum habe ich das nicht anders gemacht. Es bringt ja auch nichts, wenn ihr zu fest daran denkt. Viele Sachen können ja nicht mehr rückgängig gemacht werden oder nur schwer rückgängig gemacht werden. Manchmal falle ich auch noch in dieses alte Verhaltensmuster rein. Da muss ich meine Frau wieder in die Gegenwart zurückholen und sage, das haben wir damals so entschieden. Jetzt machen wir das Beste daraus und dann geht es einem auch wieder besser. Das Gleiche wäre zum Beispiel jetzt in der Situation vom Hochwasser. Wenn ich da zu oft jammern würde und denken würde, weshalb haben wir jetzt hier gebaut, weshalb haben wir nicht an einem anderen Ort gebaut, dann hätten wir jetzt in 12 Jahren nicht schon zweimal Hochwasser gehabt. Das bringt ja nichts. Unser Haus steht jetzt hier, uns gefällt es hier. Also jetzt müssen wir das akzeptieren. Wenn wir es nicht akzeptieren können oder wollen, dann müssen wir die Mauer noch mal 2 Meter höher bauen oder wegziehen. Deswegen lebt im Heute, lebt in der Gegenwart und schaut nicht immer, was ihr in der Vergangenheit falsch gemacht habt. Ein weiterer Punkt, wo wir von den Thailändern noch einiges lernen können, ist die Freundlichkeit. Ich spreche jetzt natürlich wieder von den Leuten, welche ich hier auf dem Lande so erlebe. Ich werde hier immer sehr freundlich, zuvorkommend bedient. Die Leute haben immer noch ein Lächeln im Gesicht. Ich weiß, dem einen oder anderen von euch ist das meistens ein bisschen zu aufgesetzt oder wirkt das zu künstlich. Aber mir ist es lieber, wenn die Leute mich anlächeln, auch wenn sie denken, du bist ein Blödmann. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass ihr nicht bei allen Punkten gleicher Meinung seid wie ich. Wahrscheinlich habt ihr einige Dinge anders erlebt oder lebt es immer noch anders. Es kommt natürlich auch stark darauf an, wo man lebt. Lebt man jetzt irgendwo Touristenhochburg oder lebt man auf dem Lande, so wie wir? Denn ich sage da immer wieder, auf dem Lande sind die Leute noch ein bisschen unverdorbener. Ich hoffe, das bleibt noch viele Jahrzehnte so. Ich erlebe es selbst, wenn ich mal nach Bangkok fahre. Auch dort erlebt man dann sehr viele unfreundliche Leute. Da wird man dann auch nicht mehr zuvorkommend bedient, auch nicht mehr freundlich bedient teilweise. Da wird dann auch nicht mehr mal versucht, ein Lächeln aufzusetzen. An dieser Stelle interessiert mich natürlich auch eure Meinung. Es ist nicht nur die Meinung zum Punkt Freundlichkeit in Thailand, sondern was habt ihr so für Erfahrungen gemacht? Was meint ihr so dazu, was man von den Thais noch alles lernen kann? Eure Meinung ist gefragt. Vielen Dank. Damit ihr keines meiner Videos verpasst, abonniert bitte meinen Kanal. Denkt daran, drückt unten noch auf die Glocke. Bleibt gesund. Bis bald, euer Olaf.